Guten Tag, heute werde ich für euch Basmati-Reis mit Tofu-Gemüse in einer scharfen Currysoße zubereiten. Das ist ein vegetarisches Gericht der thailändischen Küche. Dafür brauchen wir Tofu, Reis, Bambussprossen, Red Curry-Paste, Kokosmilch, Möhre, Zucchini, Champignons, Chilischote, Zwiebeln und Brokkoli. Zuerst koche ich den Reis in Salzwasser gar. Währenddessen schneiden wir unser Gemüse. Möhre und Zucchini in Streifen schneiden. Brokkoli in kleine Röschen teilen. Champignons in Scheiben schneiden. Tofu ist ein Sojaprodukt, der in der vegetarischen Küche Fleisch oder Käse ersetzt. Man hat ungefähr 200 Jahre vor unserer Zeit angefangen, Tofu in China zuzubereiten. In der asiatischen Küche ist Tofu das Hauptlebensmittel für verschiedene Gerichte. Zwiebeln schneiden wir in dünne Streifen. Die Chilischote fein hacken. Solange wir unser Gemüse vorbereitet haben, ist unser Reis gar geworden. Das Wasser gießen wir ab. Als nächstes geben wir in einen großen Kochtopf ein paar Löffel Kokosmilch und braten darauf die Zwiebeln und die Chilischote an. Ungefähr 2 Minuten braten und danach das Tofu hinzufügen. Mit Thai Red Curry Paste würzen, vermischen und mit Kokosmilch auffüllen. Danach geben wir die Bambussprossen und unser restliches Gemüse dazu. Alles gut miteinander vermischen und bei mittlerer Hitze ungefähr 15 bis 20 Minuten köcheln lassen. Unser Gemüse ist fertig. Salzen und Pfeffer nach Geschmack und mit dem Reis servieren. In kürzester Zeit haben wir ein gesundes und leckeres Gericht hergezaubert. Ich wünsche euch guten Appetit!